Hallo und ja, mal wieder zurück in den Duke's Archives und diese wunderschöne, nicht diesen wunderschönen Schatten, sondern die wunderschöne Kristall-Dinger hier bewundern. Und er hatte sogar Menschlichkeit. Nice, nice. Ja, ist echt eine geile Gegend hier. Wenn solche Typen nicht auf einen schießen würden. Was auch trifft, nett. Ja, hinten, da ist ein Gebiet, das hasse ich abgrundtief. Also wirklich abgrundtief. Und da unten ist der Garten, ja, da werden wir auch noch viel Spaß haben. Ach ja. Ich mag dieses Kristallgebiet irgendwie nicht, das ist irgendwie nicht so ganz meins. Als ob man dich nicht sehen würde, du komisches Vieh. Schöne Gegend, schöne Gegend. Möchte nicht unbedingt dort leben, aber. So, jetzt wird es doch. Ja, da ist er doch schon. Das miese Mistviech. Das überlebst du allerdings nicht. Dafür steht ja da oben irgendwo noch einer. Ja, da. Das ist. Allerdings sind wir jetzt bereits in einem, ja. Autsch. Warte mal, wo ging's hier hin? Achso, da kann man. Autsch. Okay, da war nix. Immer schön rennen hier. Dann besucht uns hier unten, glaube ich, jemand. Ja, tut er. Da beschießt uns was. Das sind nette Gebiete. Natürlich lauert auch hier um die Ecke wieder was. Geht ja quasi gar nicht anders. Da oben ballert, glaube ich, auch irgendwo was. Ein nettes Gebiet. Ja, und hier kommen wir dann zu dem Punkt, wo ich sage, ich hasse es. Um auf diese Kiste da unten zu gelangen, müsst ihr nämlich die besonderen Eigenschaften dieser Treppen hier ausnutzen. Geht aber nix. Und diese besondere Eigenschaft wäre, dass man diese Dinger hier drehen kann. Warte mal, war da oben nicht noch ein Channeler? Nein, da war so einer. Gut, das ist okay. Wie genau die Viecher auch immer treffen. Ist ja unfair. Bye. War ja klar, dass uns da wieder was beschießt. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum ausgerechnet wir immer Target Number One sind, aber naja. Irgendwas haben die Viecher halt gegen uns. Ja, keine Angst, du Typ, der da drüben auf mich schießt. Ich komme gleich zu dir. Denn wir können diese Dinge hier drehen. Und zwar, indem wir hier dran drehen. Und wenn man diese Truhe da unten haben will, muss man jetzt runterlaufen und sich auf das Ding fallen lassen. Also auf dieses schmale, auf diese schmalen Treppenabsatz. Und das ist so schwierig, weil man sich, man hat ja so einen Drall noch drinnen. Dadurch, dass sich das Ding eben rotiert und das ist eine Katastrophe. Also ich glaube, ich habe das ungefähr 5000 Mal gemacht. Allerdings eignet sich das Gebiet hier vorzüglich zum Farmen. Also wer einmal hier so durchputzt, der hat zwar im Zweifelsfall ein paar Nerven weniger,
Allerdings auch ein paar Seelen mehr. Ja, jetzt wird's auch nett. Wir müssen uns nämlich herunterfallen lassen. Und natürlich werden wir dabei die ganze Zeit beschossen. Das war Glück. Natürlich teleportiert er sich weg. Auf die andere Seite. Ich hasse die Channeler. So, was von abgrundtief. Naja, als Ausgleich dafür wenigstens mal eine Truhe, die nicht verflucht ist. Ein starker Zauberschild. Ja, gerade für Zauber sind die Duke's Archives eigentlich super. Also die werden sich da freuen. So, mal kurz gucken. Da war nichts mehr. So, da hinten sollte dann die Hetzjagd vorbei sein. Solange wir hier drehen, sind wir übrigens unverwundbar. Ah! Ich glaube, die Channeler lassen auch ihre Rüstung fallen. Irgendwie so war das. So, und jetzt kommen wir hierher. Ja, was bringt uns das nochmal? Ach ja, dann sind wir eh schon richtig. Sehr nett. Hui. Rutsch, rutsch. Jetzt will ich einfach nur ganz schnell diesen verfluchten Hebel ziehen. Mein Gott. Denn wir öffnen jetzt damit den Geheimgang raus aus all diesen Missetaten und was weiß ich was noch. Der Satz ergab keinen Sinn, egal. So, hier glaube ich waren die Gegner nicht so das Problem. Aber irgendwo hier gab es auch ein Lagerfeuer. So, ein Haufen Truhen. Offensichtlich auch böse Truhen. Ja, da ist auch noch eine Truhe, das ist richtig. Ich möchte jetzt eigentlich... Boah, wo war denn das Feuer? Oder, achso, das war ja draußen. Richtig. Ich vergaß. Wir sind ja jetzt quasi auf der anderen Seite des eigentlichen Eingangs. Das heißt, hier in der Mitte steht kein nerviger Channeler. Und hier steht ein Lagerfeuer, zu dem wir uns jetzt auch zukünftig immer wieder hin teleportieren können. Schön, schön. Kleiner Beweis. Jo. Gut. Sehr schön. Das gefällt doch. Ja, es läuft wieder ein bisschen. Da freut er sich. So. Allerdings müssen wir jetzt... Ja, beschossen werden müssen jetzt nicht unbedingt, aber auch nicht so schlimm. So, hier bekamen wir... Das Ding ist echt. Ja, hier bekamen wir nämlich... Oh, das war nur der blaue Brocken, okay. Es gab nämlich auch Dinge, die wesentlich geiler waren. Und das Ding hier ist auch echt. Ah, hier bekommt man das Kanalisierer-Set. Das sieht geil aus. Muss ich euch auch mal was zeigen. Ist, glaube ich, mittelschwere Rüstung. Genau hier. Der Helm der Kanalisierer. Zauberer, die Sieve des Kaleless oder dem Schuppenlosen dienen. Die schwerste Schutzausrüstung für Zauberer. Genau, da steht's auch. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, das Ding. Aber ist vielleicht für Zauberer tatsächlich ganz geil. Was hat das denn für Wert? Ja. Ich meine, gegen unseren Schwarzeisenhelm. Hat aber gute Magieresistenz wenigstens. So, das Ding ist auch noch echt. Das ist auch schon mal gut.
Und das ist der Schlüssel für unseren guten Zauberer. Und das hier, wie man an der Kette unschwer erkennen kann, ist ein falscher 50er. Ach. Ich konnte nicht wegrollen, aber inzwischen sollte uns das nicht mehr töten. Sag ich ja. Mistvieh. Normalerweise habe ich eigentlich immer hier das Symbol der Gier bekommen, aber hier bekommt man zumindest das verzauberte Falchion. Auch eine unglaublich geile, also unglaublich, eine ziemlich geile Waffe für alle, die auf Magie gehen. Hier das verzauberte Falchion. Ist aber, glaube ich, einfach nur ein normales Falchion, das eben schon verzaubert wurde, also kann man sich auch selbst herstellen. Ja, und hier hinten, die Truhe, die wir eh schon gefunden haben, was sagt er? Hier. Ja, hier bekommt man eine Glut, nämlich die Kristallglut. Mit dem Ding sollte man allerdings vorsichtig sein, denn wie ihr vielleicht ja schon wisst, ziehen wir mal an dem Hebel und ja, die Kristallwaffen kann man ja nicht reparieren. Das heißt, ihr solltet euch gut überlegen, was ihr denn kristallisiert sozusagen. Hier finden wir, glaube ich, irgendwelche Prismasteine, irgendwas Unnützes. Genau, 20 Prismasteine waren es. Und ja, ich bin mal dafür, wir befreien noch eine Figur und dann befreien wir den guten Logan. Hier sollte jetzt nämlich eigentlich, ja, sind wir hier im Garten. Und hier ist es ganz geil, wenn man hier nicht aufpasst, geht man einen kleinen Schritt nach vorne und fällt erstmal auf die Schnauze. Danke dafür, Dark Souls. Gut, hier wimmelt's nur so von diesen blauen Mistviechern. Und genau, da hinten ist der Goldene. Der ist nur dann da, wenn man die Questreihe mit... Ach, der kommt sowieso. Hallo. Wenn man die Questreihe mit... wie heißt er denn? Siegmeier auf Katharina. So weit führt, wie ich es jetzt eben schon getan habe. Also man muss ihn unten Bleiterhorn das Gift Heilzeug geben. Dann und nur dann sollte das Ding hier sein, dieser goldene Golem. Auch hier ist wieder Vorsicht angesagt. Das Ding ist um einiges kräftiger als wie seine blauen Kollegen. Und auch ein bisschen angriffslustiger, wie man sieht. Komm ran. Und auch Größe übrigens. Komm nur. Ja, er ist größer. Ja, böse Angriffe. Inzwischen nicht mehr so heftig wie damals bei der Hydra. Na komm. Oh, das schlägt nur einmal zu. Autsch. Autsch. Oh, fies. Das massakriert einen dann doch schnell. Autsch. Oh, na gut. Hat sich erledigt und... Tja. Nein, das ist keine Klonmaschine. Das ist... Naja, sie soll sich selbst vorstellen. Das ist nämlich die Tochter, glaube ich, von Siegmeier. Ja. Natürlich habe ich ihn gesehen.
I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Once again, truly. Just stay put and keep out of trouble. Schon irgendwie süß. Tja, ja, jetzt haben wir die Questreihe. Seit wann sind das da drei? Naja, dass hier noch einer ist, war ja irgendwie klar. Machen wir das mal in der kurzen Weise. Blauer Brocken. Ja, das lassen die Viecher, glaube ich, auch fallen. Soll ich... Ach, ich mache mir gar nicht die Mühe. Ich will den Bossgegner hier. Ja, hier gibt es einen Boss. Allerdings noch nicht hier, sondern ein paar Meter weiter vorne. Ich will den eh noch nicht machen. Ich will zuerst eine andere Questreihe abschließen. Und ein bisschen leveln. Nichtsdestotrotz will ich euch das Gebiet schon mal zeigen, dass ihr wisst, was uns da alles erwartet, Schönes. Angenehm, dass die Viecher mit dem Schwert so schnell draufgehen. Muss ich gestehen, hatte ich so selten. Denn die Dinge reagieren natürlich nicht... Oh, zwei sind natürlich wieder unschön. Die Viecher reagieren natürlich nicht sonderlich anfällig auf irgendwelchen Elementarschaden. Jetzt reicht's aber auch. Man sieht aber auch, die sind nicht so schwach. Und es nervt. Man kann sie halt auch nicht backstabben. Ich glaube, das sind sogar welche, die ein bisschen stärker waren als die normalen. Weil ihr seht, die halten schon was aus. Nichtsdestotrotz will ich jetzt nicht irgendwie jammern, sondern wir gehen in eines der Gebiete, das ich im abgrundtiefsten hasse, obwohl das Design natürlich hier ziemlich geil ist. Allerdings, die Kristallhöhlen sind nicht meins. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Ich meine, dass hier so die komischen Dinger herumlaufen. Ja, okay, von mir aus. Autsch. Mistvieh. Gut, dass die nach zwei Treffern sterben. Ja, das ist ja so ein Gebiet, wo man ultra schnell nach unten fällt. Naja, ich zeig's euch nur, wie gesagt, mal kurz, dass ihr seht, was hier lustiges, oder was die lustige Besonderheit hier ist. Viel Erfolg, ja, danke. Abgesehen davon, dass es hier nur so von Mondlichtschmetterlingen wimmelt. Die sind allerdings friedlich und die sollte man auch in Ruhe lassen. Die machen nur Ärger und geben ein paar Seelen. Ja, und hier seht ihr das, was ich meine. Ja. Ja, die Kristallhöhlen mit ihren verfluchten, unsichtbaren Wegen. Ich hasse es. So sehr. Und der Designer, der sich das ausgedacht hat, der sollte zur Strafe eine ganze Kristallhöhle durchklopfen. Keine Ahnung. Hier könnt ihr den Kristallschmetterling mal von nahen betrachten. Ja, ist jetzt... Übrigens, das Ding, was hier so vorn raussteht, das ist das Horn. Das ist der Speer, den man sich machen könnte, statt dem Schild, das ich mir eben gemacht habe. Ja, so schön das Ding auch sein mag, man sollte es wirklich in Ruhe lassen. Denn abgesehen davon, dass es ganz schön Schaden macht, macht es auch noch ganz schön Schaden. Ja, hier sieht man es schon, man muss sich hier in diesen Schneeflocken orientieren, die hier zu Boden fallen und an den Nachrichten. Ich glaube, irgendeine Nachricht war sogar vom Spiel. Genau die hier. Ein Weg ist voraus. Ja, richtig. Hülle. Ja, und wenn man hier nicht aufpasst, dann, wie gesagt, dann war es das auch gleich mal. Und gerade hier sind die Golems ätzend. Oh ja.
Na komm. Au, jetzt bin ich... Nein, noch nicht tot. Das ist gut. Und das war verdammt knapp. Dafür stirbst du. Danke. Ja, davon gibt es auch noch ein paar Wege. Wie ihr seht, da gibt es auch noch einen Weg runter. Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe darauf keinen Bock. Und den Boss... Naja, eigentlich wäre es dumm, wenn ich ihn jetzt nicht machen würde, oder? Anders gesagt. Aber ich muss sowieso noch Logan befreien. Das hat jetzt Priorität. Das tut mir leid, aber wenn man ihn nicht mit dem Schlüssel befreit, dann befreit er sich irgendwann selbst. Ich muss euch hier auch noch das Gebiet ein bisschen zeigen. Die schöne Einrichtung. Schön habt ihr es hier. So, gab es hier hinten noch was? Nö. Da auch nichts. Na gut. Eigentlich könnten wir es für die Folge eh schon wieder sein lassen. Keine Angst, ich... Ach, die Viecher sind ja auch wieder da. Ah, jetzt weiß ich, was wir noch machen. Oh. Nämlich sterben, so wie das aussieht. Nee. Wir gehen jetzt nochmal schnell in ein Gebiet zurück, das man gerne mal vergisst. Oder soll ich das? Nein, ich mache das jetzt nicht. Ich muss nur gerade fluchen. Das könnte ein bisschen ekelhaft werden, deswegen hört nicht zu genau hin, wenn ihr noch zu jung seid. So, wie komme ich denn jetzt in das Gebiet wieder zurück überhaupt? Mal überlegen. Da muss ich, glaube ich, eh hier rauf. Begleitet unter höflichem Dauerfeuer. Ich glaube, hier trifft er mich nicht. Aber dafür sollen wir... Warte mal. Grüß dich. Ich leck mich doch. Ach, da bist du ja eine super Lage. Gefällt mir. Hallo. Hallo. Ich muss zu Logan, ich muss zu Logan. Die Folge wird zu lang, die Folge wird zu lang. Die große Heilung ist für PvP natürlich ultra geil, weil man kann ja im PvP keine Dinger schlucken. Keine Estus-Flakons, aber Wunder kann man allemal benutzen. So, ich muss das Ding jetzt, glaube ich, drehen. Da sollte man immer vorsichtig sein, denn diese Drehung merkt sich das Spiel auch. Mist, fah. Hier, hat was Nettes. Die Drehungen merkt sich das Spiel und wenn man Pech hat, da verbaut man sich dann auch einiges. Ich meine, nicht, dass es eine Notwendigkeit gibt, hier zurückzukommen, aber... Gut, außer der Sache mit Logan natürlich. So, hier irgendwo ging es doch runter. Oder war das wieder auf der anderen Seite? Grüß dich. Scheint so zu sein. Das war natürlich geplant. Nerv. Hui. Ja, teleportier dich weg. Ich weiß, dass du es kannst. Wo war denn... Oder war der auf der unteren Ebene? Naja, gut, ist egal. Da komme ich auch so hin. Ich freue mir den Kanarienvogel. Nein, keine Ahnung. Logan, ich komme. Bäh.
willst einen Sprungangriff machen? Dann mache ich einen Drehangriff. Oh. Macht schon gut Schaden, wenn es nur durchs Schild durchgeht. Wie schön, wie schön. Ich würde es jetzt allerdings vorziehen, nicht zu sterben, denn dann muss ich den ganzen verfluchten Weg nochmal gehen. Dann lauf halt weg. Lauf halt du auch weg. Und ich will eigentlich nicht ans Lagerfeuer gehen, weil von dem kann man sich ja nicht wegteleportieren. Ach, schade, er war schneller. Laufen mir die Viecher nach? Ich hoffe nicht. Es endet übrigens alles in den Duke's Archives, wenn man so will. Also nichts von der Story her, sondern es gibt noch einen anderen Charakter, der, glaube ich... Nee, der war dann woanders. Entschuldigt. Die Folge wird viel zu lang, viel zu lang, viel zu lang. Aber was soll ich tun? Grüß euch. Habt ihr mich vermisst? Humanity. Ja, wie man sieht, waren die zwei Dinger, die den Kopf hängen gelassen haben, sind jetzt auch weg. Die respawnen nicht. Na, Logan, komm mal raus aus deiner Zelle hier. Oh, thank you very much. I'm safe. That makes twice. I must be sure to repay you. I will visit the archives. If I discover any new spells, I shall share them. Prepare to be impressed by the onward march of the sorcery. Ja, da bin ich echt gespannt, ja. Und hier hinten holen wir uns natürlich noch was Nettes. Und zwar eine Feuerhüterseele. Estusflakon plus 4, wir kommen. So, ich hole mir noch die Menschlichkeit, teleportiere mich zurück und dann werden wir in der nächsten Folge auch den guten Logan besuchen. Und 47.000 Seelen ist auch eine Ansage, möchte ich mal sagen. Reicht das für ein Level Up noch? Ja, das reicht. Ich möchte gerne noch ein bisschen vitaler sein und mich dann voller Vitalität von euch verabschieden. Also tschüss, arrivederci und goodbye.